kannst du mal die Kommentare panieren? Also, wenn du willst, natürlich kann ich jetzt auch das Kommentar panieren. Also, ihr sagt, was ich panieren soll, also paniere ich es auch. Als erstes natürlich Mehl. Einmal im Ei wenden. Was darf natürlich nicht fehlen? Maggi für René Schmuck. Nein, das ist fast leer! Dann natürlich die Panade. Sieht gut aus. Und nochmal eine Eischicht. So, das sieht gut aus. Das ist mein paniertes Kommentar. Dafür, dass ich jetzt das Kommentar paniere, machst du doch auf jeden Fall das Plus weg, oder? Wir sind auch im Übrigen fast 3,3 Millionen, also viel fehlt nicht mehr. Das backen wir jetzt schön knusprig braun. Also mein paniertes Kommentar ist auf jeden Fall fertig. Und es sieht sogar noch richtig lecker aus. Aber jetzt muss es natürlich auch noch schmecken. Ich muss sagen, ich habe schon mal was Schlechteres gegessen.